Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First, und heute geht es um ein spannendes Thema, und zwar warum man kein E-Bike braucht. Kleiner Hinweis am Anfang: Alle, die mich jetzt viel länger kennen, wissen, seit 2015 habe ich ein E-Mountainbike und habe auch mehrere Einsatzbereiche, wo ich das gerne und auch viel benutze. Fahre aber auch meine anderen Fahrräder ohne Motor immer noch. Das heißt, alle Leute, die sagen, sie wollen E-Bike und brauchen das, sind damit gar nicht gemeint, aber es gibt schon gewisse Leute, die haben sich noch nicht entschieden. Und darum geht es jetzt: Welche Kriterien sind die, wo man sagen kann, nach den Faktoren braucht man eigentlich kein E-Bike und kann auch mit gutem Gewissen zu einem Bike ohne Motor greifen. Also, ihr seht hier ein E-Mountainbike Hardtail und ein normales Hardtail. Und ein ganz wichtiger Faktor, warum du kein E-Bike brauchen könntest, wäre: Lebst du im Flachland? Da ist es nämlich so, ich kenne zum Beispiel hier den Niederrhein oder wenn man viele Gebiete in Deutschland, wo es doch ziemlich flach ist, da ist es so, bis auf den Gegenwind hast du eigentlich keine Kräfte, die dich langsamer machen. Und wenn man, vielleicht nicht von Anfang an, aber wenn man ein bisschen trainierte Muskulatur hat, dann ist es so, selbst wenn du auf Eco bist und du fährst in der Ebene mit Motor an und du hast einen normalen Muskelkrafteinsatz, bist du schon sofort auf 25 und musst dich quasi runterdrosseln. Und wenn du den Motor ausmachst, fühlt es sich aber auch nicht gut an, weil du das Gefühl hast, du trittst gegen Widerstand, du hast halt ein sehr schweres Fahrrad. Das heißt, in der Ebene braucht man eigentlich als normal Trainierter gar keinen Motor. Außer, wie gesagt, Ausnahmen, man zieht einen Anhänger, man lebt an der Küste, wo mehr extrem starker Gegenwind ist, da kann das auch wieder helfen. Aber ich fahre in der Ebene zum Beispiel eigentlich immer mit Motor aus. Wie bei allen Punkten, die ich jetzt hier nenne, ist das natürlich auch eine individuelle Sache. Und ich will niemanden, der im Flachland lebt und doch gerne sein E-Bike hat, das madig oder schlecht reden. Ich sage nur mir selber, und ich denke mal, vielen geht es auch so, dass halt, wenn man in der Abwägung ist, der Vorteil von einem Motor im Flachland nicht überwiegt. Und dann hast du halt ein sehr schweres Fahrrad und auch einen Motor, der vielleicht defekt gehen kann. Da gibt es ein paar potenzielle Nachteile. Und mit einem Bike ohne Motor kommst du in der Ebene oder wenn es mal leicht wellig ist, ziemlich gut klar. Der zweite Punkt, warum du kein E-Bike brauchst, ist natürlich, wenn du ein eher sportlich ambitionierter Mountainbiker bist. Und da gibt es natürlich auch gar nicht mal so wenig von. Es muss ja nicht der Mountainbike-Marathon-Freak mit Wattzahlen und rasierten Beinen sein. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, mir geht es jetzt beim Biken wirklich vor allen Dingen um den sportlichen Aspekt. Ich muss keinen Gegner besiegen, aber ich will mich selber immer weiter trainieren und besser werden. Und ich will auch am Berg leiden. Und ich möchte das halt so mit meinem sportlichen Ehrgeiz, möchte ich gern ohne Motor fahren. Was nicht heißt, dass man nicht mit Motor sportlich fahren kann. Aber wenn du deinen Fokus wirklich auf dem sportlichen Aspekt hast, dann kann man sich ein leichtes Hardtail besorgen. Das ist simpel, leicht und für den sportlichen Einsatz perfekt. Wenn euch die E-Mountainbike-Themen hier auf dem Kanal interessieren, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und das Video liked, vielleicht einen Kommentar da lasst. Das hilft natürlich dem Kanal und füttert den Algorithmus. Danke euch! Punkt 3, warum du kein E-Bike brauchst oder es vielleicht nicht die beste Wahl für dich ist. Und zwar, wenn du jemand bist, der mit elektronischer Technik und generell so mit dieser Technikfaszination nicht so viel am Hut hat und es eher simpel mag, ist natürlich ein simples Hardtail, ein simples Mountainbike die erste Wahl. Man guckt doch schon den ganzen Tag immer auf Bildschirme, Handy, Computer, Fernseher. Und dann hat man hier eine bildschirmfreie Zone, kein Display. Und dann einfach ein simples Fahrrad, und auch wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, weil da, wo mehr Technik ist, kann auch mehr defekt gehen, diese Sorgen hat man da nicht, weil es gibt keine elektrischen Kabel und so weiter. Also keep it simple. Wenn du in die Richtung tickst, dann ist ein simples Bike eine bessere Wahl als ein E-Bike, wo du ja dann doch wieder mehr Teile, mehr komplizierte Technik hast und mehr Sachen, die auch defekt gehen können, am Rad hast. Punkt 4, warum du nicht unbedingt ein E-Bike brauchst, ist für dich nicht die optimale Wahl ist, wenn du auf leichte Fahrräder stehst oder einen Einsatzbereich hast, wo ein leichtes Rad vielleicht doch Vorteile hat. Neben den Bergauf-Themen kann es auch im Enduro-Bereich sein, Bikepark-Themen. Bikepark hat natürlich auch noch einen Lift. Und es gibt da so ein paar Bereiche, wo ein leichtes Rad
angenehmer ist als ein schweres E-Bike, oder du hast vielleicht auch Tragepassagen, entweder im Gelände oder wenn du in der Stadt häufig Treppen runter hoch musst, Treppenhaus und so weiter. Also E-Bikes sind in der Regel einfach deutlich schwerer, und wenn du zum Beispiel selber sehr klein und leicht bist und keine sehr krasse Muskelmasse hast, ist es auch von Vorteil, eher ein leichtes Fahrrad zu haben, und das geht am besten ohne Motor. Punkt 5, warum du kein E-Bike brauchst, und zwar, es gibt ja nicht nur bei den Nahrungsmitteln diesen Slow-Food-Trend, das kann man auch auf den generellen Lebensstil übertragen, und wenn man jemand ist, der auch mal die Langsamkeit genießen möchte, ist das super beim Mountainbiken, wenn man größere Zeitfenster hat, man fährt am Wochenende vielleicht eine komplette Tagestour oder 4-5 Stunden, dann ist es mit dem Biobike, Akustikbike super gut, weil man fährt langsamer die Berge hoch, man hat einfach so diese meditative Zeit in der Natur und hat keinen Termindruck, und dafür eignet sich ein Biobike eigentlich ziemlich gut, und da braucht man kein E-Bike für, weil mit dem E-Bike ist eher so kurze Zeitfenster oder optimierte Trailanzahl bei der gleichen Zeit, und wenn man einfach nur genießen will, ist halt ein Biobike, Akustikbike auch eine super Wahl. Das war natürlich jetzt ein Grund, der relevant sein könnte. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. War das für euch wichtig bei der Entscheidung, E-Bike oder kein E-Bike? Ja, interessiert mich mal eure Gedanken, und habt ihr euch entschieden und habt ihr es vielleicht bereut und dann doch noch ein anderes Bike gekauft? Ja, würde mich total interessieren, ab in die Kommentare. Und der letzte Punkt, warum du kein E-Bike brauchst, und zwar, ja, man freut sich doch, wenn man gewertschätzt wird, und die Wanderer und anderen Naturbesucher jubeln dir immer zu, wenn sie sehen, hey, da ist auch einer ohne Motor und fährt hier lang. Hier im Sauerland ganz, ganz häufig. Und wenn du auch kein Schummler, Doper, Cheater sein willst, du brauchst unbedingt ein Biobike. Nein, das war natürlich alles mit dem Augezwinkern, nicht ganz ernst gemeint. Es ist nur ganz lustig zu beobachten. Jeder, der gern E-Bike fährt, hat auf jeden Fall seinen Einsatzbereich und seine Berechtigung, auch bei jüngeren Leuten. Das ist kein Seniorending oder so. Aber ich habe jetzt mal ein paar Dinge aufgezählt, und ja, jetzt interessiert mich mal, schreibt doch mal in die Kommentare, was waren für euch die ausschlaggebenden Gründe, kein E-Bike zu kaufen? Und was waren die Gründe, warum ihr sagt, ein normales Mountainbike und normales Fahrrad hat mir gereicht ohne Motor? Ja, bin ich mal gespannt auf den Austausch, und ja, oder fahrt ihr vielleicht beides? Bitte lasst ein Like da, vielleicht könnt ihr auch den Kanal abonnieren, wenn ihr diesen ganzen Themen weiter folgen wollt. Danke, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.